Rüstung 6. Und hier, Rüstung 6, auch die Lederhosen. Die bayerischen Trolllederhosen! Hallo und herzlich willkommen in Valheim. Arnold Fox ist hier wieder total am Start hier, brutal. Ich war noch ein bisschen einkaufen für euch hier, könnt ihr sehen. Ja, Kupfer, ne? Ich habe hier eine Bude eingenommen extra für euch hier. Ihr wisst schon, hier oben, wo wir direkt an dem Wald sind, hier am Schwarzwald, bei der Schwarzwaldklinik. Wir gehen nochmal ganz kurz, das entscheide ich jetzt mal spontan, zu unserem Abbaugrund. Ich will euch das zeigen. Der Tag beginnt gerade, es ist noch ein bisschen dunkel, aber hier könnt ihr sehen. Kupfervorkommen. Alter. Schweinchen, komm her. Komm. Komm. Jetzt komm doch auch her. So. Also, hier kommt unser Kupfer. Von hier kommt das. Hier, seht ihr diese Riesenplatte? Das habe ich alles abgebaut. Alles abgebaut. Ein Stück können wir, glaube ich, noch mitnehmen. Ist der Wahnsinn, wie schwer Kupfer ist. Also 10 Gewichtseinheiten. Wir haben gar nichts gekriegt. Hä? Ne, wir haben tatsächlich nichts gekriegt. Das ist ja wohl eine Frechheit. Also ich will auf jeden Fall einen Kupfer noch mitnehmen. Und ein alter Freund ist mir begegnet hier. Kriegt der hier nur Stein? Wollt ihr mich verarschen? Tatsache. Was ist denn das hier, ey? Okay, das haben wir gleich. Moment mal. Also mein alter Freund ist hier wieder aufgetaucht. Dieser blaue. Schwachmat. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Ne? Ja, jetzt kommen sie alle hier, ey. Komm. Jetzt komm doch auch her, du Feigling. Was läufst du denn weg? Hallo? Ey, du Hund, ey. Läuft er weg und ich muss hier alles rumhampeln. Komm her! Ja, Stein schmeißen. Das kann ja jeder, ey. Ich habe fantastische Dinge festgestellt. Komm. Ja, ist wieder alles viel zu viel hier. Genau. Ganz Tasche voll, ey. Also, müssen wir erstmal gucken, was wir hier so alles wegschmeißen. Zum Beispiel das da. Ärgerlich. Was schmeißen wir denn noch weg? Braucht genau Platz für ein... Ja, das müsste passen. So, da vorne. Ich weiß nicht, wo der gespawnt ist. Der... Warum trage ich so viel? Ey, Alter, ich hab doch... Das wiegt doch 10 Kilo, das sehe ich doch hier. Komisch. Das raff ich jetzt nicht so ganz. Super. Ach, Holz haben wir eingesammelt, hä? Ja? Dann können wir hier Krautzwergenauge wieder einstecken. Ja, das rausgerissene Auge. So, weiter geht's hier. Jetzt beeilen. Ja, das ist immer unvorhersehbar. Jetzt die ersten 3 Minuten sind schon durch. Und da kommt Schweinchen doof wieder. So, Schweinchen doof haben wir auch erledigt. Ja, ich weiß nicht, wo der herkam. Ich dachte, ich mache mir eine kleine Base, kann man sagen. Weil... Dann ist es leichter, da Kupfer abzubauen. Hier habe ich das gelagert, habe ich alles mitgenommen. Und Zinn habe ich auch noch mitgenommen. Jetzt rennen wir mal schnell zurück. Und während ich zurückrenne, wir können ja das Fleisch gerade... Na komm, wir nehmen es mit. Und zwar, während ich zurückrenne, werden wir kurz einen Schnitt machen. Also, im nächsten Moment sind wir schon wieder zurück in unserer Base, wenn nichts dazwischen kommt. Hehe. Und da sind wir auch schon zurück. Ich wollte euch diesen Anblick hier auch mal genießen lassen. Ich liebe diese Lichteffekte. Alter, das geht voll ab hier. Da vorne ist unsere Base. Sieht schon richtig bedrohlich und groß aus. Müsste aus Steinen gebaut sein und nicht aus Holz. Na komm, die Himbeeren nehmen wir auch noch mit. Sicher ist die Taschen jetzt voll. Wetten?
Im Felsen. Aber sieht sehr authentisch aus. Sehr seriös. So, einmal weiterlaufen. Waren ja jede Menge Beeren. Ich kann die Himbeeren nicht mehr sehen. Ich kann die nicht mehr essen. Ja, ist ja gut, Arnulf, Kelle. So, wir sind zurück hier. Ich müsste hier mal ein neues Floß bauen, falls wir ganz spontan mal aufbrechen wollen. Erstmal hier Werkzeug reparieren. Das vergesse ich nicht sonst ganz gern. So, jetzt kommt der Beweis, Leute. Jetzt gibt es erstmal den Beweis vom Professor. Ja, genau. Erstmal hier den Text korrigieren. Also hier müsste ich mal gucken, warum sich diese... Nur links, das kann man lesen. Wie auch immer, hier, guck mal in die Truhe, guck mal hier, da, jetzt haben wir 10-mal Trollleder. Ja, da kam mir einfach die quer, habe ich gedacht, aus der Ferne, hat mich nicht bemerkt, ich habe mich erst weggeschlichen. Dann habe ich gedacht, aus der Ferne könnte ich den mal ein bisschen beschießen. Ruckzuck hat er 30% seiner Energie verloren gehabt und dann als Truff, 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 Truff. So. Was ich toll finde, ist, dass man in die Truhe reingucken kann und einfach was essen kann. Ich würde mir gerne mal eine Angel bauen. Aber jetzt gehen wir mal ganz schnell hinaus. Ne, Moment. Erstmal die Sachen alle ablegen. Das müsst ihr leider jetzt nochmal ertragen. Was kommt denn hier noch rein? Um diese Fleischsachen kümmern wir uns auch gleich. Aber es dauert. Da haben wir einen Moment Zeit. Hier ist auch sein zweiter. Der zweite Schädel ist auch abgefallen bei dem Typ, ey. Das ging ja voll ab hier. Ja, also. Gehen wir mal raus. Und zwar, hier seht ihr. Ganz viel Kupfer. Ja, sammeln mal ein. Jetzt kriegst du viel, da ist es schwer. So, im Ofen sind noch einmal Kupfer drin. Das müsste eigentlich schon wieder besser werden. Jetzt guckt mal hier, wie viel Kupfer wir hier schon drin haben. Hier ist noch mehr. Du trägst immer noch zu viel. Kerl, du Weichflöte, ey. Oh, guck mal, wie den Kopf hängen lässt. Oh, es ist so schwer. Kannst du die Kohle reinschmeißen? So. Und während das alles hier brutzelt, ist immer noch zu schwer. Mano. Wie viel brauchen wir noch? 8, glaube ich, ja. Oh, Alter, jetzt beweg dich mal hier. Okay. Man kann ja unglaublich viele Sachen jetzt herstellen. Ach, siehst du, und schon kann er wieder aufrecht gehen. Jetzt trägt er wieder zu viel. So. Ich habe hier gesehen, da haben wir hier eine Bronzeaxt und was man hier alles herstellen kann. Bronze können wir jetzt gerade nicht herstellen, weil aus irgendwelchen Gründen... Warte mal, Zinn? Ach, das Zinn müssen wir ja auch noch verarbeiten. Warte mal, wir legen erstmal was ab hier. Es geht ja so nicht weiter. Deswegen, seht ihr, so wichtig ist, dass da die Truhen dann in der Nähe sind. Wir können also jetzt Bronze herstellen. Das machen wir mal. Das war's auch schon. Wir können nur einmal Bronze herstellen. Jetzt haben wir nicht mehr genug Kupfer. Ja, es fehlt genau einmal. Aber ihr seht ja, wie viel Kupfer wir hier noch drin haben, ey. Also Kupfererz, was wir in der Taschen haben. Du trägst du Bi. Also ein bisschen nervt es ja schon. Ich weiß auch nicht. Okay, nochmal Bronze herstellen. Warum geht denn das jetzt nicht? Ah, jetzt haben wir keine Zinn. Doch, wir haben Zinn. Da habe ich was genommen. Was ist hier los? Achso, 10 Kupfer brauchen wir da. Okay, also wir können ja auch einzelne Bronze herstellen. Einzelne Bronzenen herstellen. Dauert halt länger, aber ist die gleiche Menge, die man dafür braucht. Aber dann... So. Jetzt, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt 9-mal Bronze. Das ist ein sehr wertvolles Material. Können wir zum Beispiel einen Pflug herstellen. Landwirtschaftliches Werkzeug zum Pflügen des Bodens. Brauchen wir noch ein bisschen Kernholz? Gott sei Dank hat der Professor schon welches gesammelt. Bin ja so stolz. Moment. Brauchen mehr Zinn, glaube ich, ja? Tauschen wir die mal gerade aus. Schmeißen wir das wieder da rein, sonst heult der Kerl da rum. Ja. Okay. Legen wir die Kohle noch da rein. Dann wird das alles schön. Weil wenn man 20 Kohle hier reinmacht und hier 10 Sachen, dann werden genau diese 10 Sachen hier verbraucht. Also, du brauchst pro einmal Kupfererz, 2-mal Kohle. Ne, ich wollte eigentlich in die Truhe. So, jetzt legen wir das mal ab erstmal. Sonst kann der sich ja nicht bewegen.
Ich werde überlegen, also aus dem Trollleder, was wir daraus machen, weil wir können ja uns auch einen Helm machen, vielleicht tune ich auch unsere Klamotten hier, ich weiß ja auch nicht. Aber das macht ja auch keinen Sinn, weil die werden wir ja irgendwann auch... Wir müssen mal gucken, was wir machen, wir haben ja auch nicht ohne Ende Ressourcen. Was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ach, Kernholz, genau, Kernholz, ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist auch schön schwer, genau. Das ist schon cool. Manchmal weiß ich nicht weiter, ey. Das ist echt nicht normal, oder? So, Arnulf, jetzt kannst du wieder normal laufen. Beweg dich, Digga. Ich erschrecke mich irgendwie jedes Mal, keine Ahnung. So, jetzt werden wir hier mal was herstellen, Leute. Was machen wir denn, ey? Also, einen Flug brauchen wir ja auf jeden Fall. Deswegen stellen wir uns den jetzt her. Und jetzt kommen bestimmt neue Rezepte, ja. Gras anbauen, Karotte anbauen, ey. Ultra geil. Guck mal hier, wir können jetzt auf Bäume setzen hier. Geil, Alter, das ist so geil. Und ich bin sicher, brauchen wir dafür dann auch wieder die Werkbank. Garantiere ich euch. Denn dafür hatte ich gedacht, dass wir uns hier so ein bisschen Platz lassen. Dass wir hier was anbauen können. Oh, wir brauchen keine. Das ist ja toll. Jetzt kann man hier also auch Gras anbauen. Das testen wir auch mal gerade. Brauchen wir also anscheinend nichts weiter. Oh, wie schön. Guck mal hier. Da freue ich mich aber. Oh, wir müssen auch ganz kurz nach unseren Bienen gucken hier. Ich sehe gerade die Bienen, die chillen hier oben ihre Base. Dabei ist hier längst alles voll. Guck mal hier. Moment. Die Steuerung. Lass mal überall drauf kloppen, dass das alles rausfällt hier, dass die ganzen Bienenkönigin ihren ganzen Scheiß hier abladen. Schon haben wir wieder, so viel Honig. Wir können uns das dann tot fressen, ey. Ja, Arnulf ist so fröhlich, da hat ganz viel Honig dabei. So, da kommt schon das nächste Zeug und hier schmeißen wir das nächste rein. Wir haben nichts mehr dabei, dann tun wir hier aus der Truhe nehmen hier. Ist wieder zu schwer alles. Ist ja egal, solange wir hier stehen, macht das ja nichts. Nur ihr wisst ja, er bleibt ja stehen und macht gar nichts mehr, sobald wir... Was stellen wir denn jetzt mal her? Aber wisst ihr was, ich glaube, es ist am allerbesten, wenn wir erstmal gucken, wie viel wir überhaupt rauskriegen. Okay. Und dann, das können wir jetzt mal auch mal da rein. Aber jetzt hier, wir können Karotten anbauen, wenn wir die Karottensamen holen. Und wisst ihr was, wir werden das hier mal so ein bisschen antesten, weil ihr seht ja auch, dass unser ganzer Krempel, also alles, was wir so an Holz und so weiter abbauen in den Wäldern hier. Das wird ja immer... Ich glaube, ich mache die Schilder weg, ey. Das wird ja immer weniger. Wollen wir hier eine Tanne im Garten mal zapfen? Genau, Tanne zapfen. Eine Tanne pflanzen. Kiefer. Könnten wir einfach mal hier von jedem eins pflanzen. Da können wir auch Leder anbauen. Oder tun einfach mal... Ja, buchen, das geht ja wirklich... Hallo. Von jedem Baum eins. Und hier haben wir natürlich die Karottensamen, die nehmen wir alle mit. Obwohl, aus Sicherheitsgründen, ich weiß nicht, ich denke jetzt gerade wieder an einen Übergriff von irgendwelchen blauen Kreaturen. Okay, möchte ich natürlich nicht, dass da irgendwas schief geht. So, ja, ich weiß nicht, ob wir hier in der Ecke tatsächlich sowas anbauen können, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Total krass hier. Das wird krass, Alter. Karotten anbauen, okay. Umgegrabene Erde benötigt. Okay, dann... Kultivieren wir mal gerade. Ach so, ja. Geil. Guck mal hier. Ja, und Bäume, kann man die einfach so pflanzen? Moment. Geil, das geht. Guck mal hier. Das ist ein Tannenschößling. Mal, ein Kiefernschößling. Moment mal. Wenn wir die natürlich fällen, kann es sein. Ach na gut, die Buden werden nur beschädigt. Die werden ja nicht zerstört. Das haben wir ja schon oft genug gesehen. Eine Buche stellen wir uns auch in den Garten. Das wird unser kleiner Test hier, ob die auch wirklich wachsen. Guck mal, wie klein die sind. Digga, bin ich ja viel größer als du. Ach, wie lustig, mein Gott. Ich habe es lange auf diesen Moment gewartet, dass wir hier tatsächlich, 3, 4, 5. Machen wir mal 5 nebeneinander. Hier mal ein bisschen mehr Abstand. 2, 3, 4, 5. So. Ach, haben wir noch eine, oder? Mein Gott, dann machen wir wieder noch. Wie viel haben wir denn von denen? Ah, so viele. Ja, komm, dann tun wir hier noch mehr kultivieren. Total kultiviert sind wir. Wir sind kultiviert. Oh, oh. Wir haben eine kaputt gemacht.
glaube ich. Ich weiß nicht, wie dicht man die nebeneinander setzen kann, aber das macht auch gar nichts. Wir machen einfach. Einfach machen. 6 Stück noch. Hm. Weil die Karotten, ich weiß nicht, ob man die essen kann oder... Alter, hier geht das Wetter ja gerade voll ab, sehe ich. Also jetzt hier bei mir. Draußen hagelt's wieder. Sehr unschön. 4 Stück noch. Ja, vor ein paar Jahren hatten wir hier mal so eine Hagelkatastrophe. Da hat's überall die Autos zerkloppt, ey. Das war der absolute Wahnsinn. So, das war's schon. Jetzt wachset, wachset. So, also ich bin mir jetzt nicht... Moment, ich bin mir nicht sicher, ob... Wir nehmen erstmal das hier. Schade, dass man das nicht wie bei Minecraft hier einfach reintun kann, wie man will. Da ist ja noch was drin. Der hat nicht alles geschafft. Wir brauchen noch mehr Kohle. Also, folglich noch viel mehr Bäume fällen. Was ich eben, glaube ich, gar nicht fertig gesagt habe. Du brauchst so viel Holz in diesem genialen Spiel, ey. Und du musst... als Bäume eigentlich anpflanzen. Also man muss eigentlich... Es ist wie in Minecraft. Man muss immer wieder Bäume anpflanzen. Sonst ist ja auch hässlich, wenn die Wälder plötzlich alle weg sind. Finde ich. Bronze erstellen! Wir gucken jetzt mal gerade... Warte mal, wie weit sind wir? Ja. Wir gucken jetzt mal gerade noch hier, wie viel wir noch... Also von dem ganzen Zeug jetzt zur Verfügung haben. Bronzenägel. Die braucht man für den Bau von Möbeln und Schiffen und so weiter. Den Flug kann man auch upgraden. Ja, aber das sehe ich jetzt als Verschwendung an. Schade um das Kernholz und auch schade um die Bronze, ey. Wisst ihr, wie lange ich geackert habe, bis ich die ganze Kupferkacke da abgebaut hatte hier? Naja, gut. Aber hier, das freut mich richtig hier. Lass mal wachsen hier, bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie lange das vor allem dauert. Ihr wisst ja, ich tue mich selbst nicht spoilern. Also ich gucke nicht, nur wenn ich irgendwas nicht weiß, dann gucke ich schon mal nach, aber... So, wo sind wir denn jetzt hier? Also was können wir noch her? Guck mal hier, Bronzehelm zum Beispiel, geil. Aber 5-mal Bronze, ey. Aber Rüstung 8. Und unser Helm, den wir jetzt haben, der hat Rüstung 4. Die Hälfte nur. So, und Rollleder-Tunika. Ja. Rüstung 6. Und hier, Rüstung 6, auch die Lederhosen. Die bayerischen Trolllederhosen. Also, warum hämmert der denn eigentlich als... Okay. Bronzener Beinschutz. Wenn wir nämlich besser ausgerüstet sind. Ja, 8. Und hier haben wir halt... Ja, schade. Es ist eigentlich... Eigentlich ist das Zeug zu schade, wenn wir das hier verbinden würden. Der Helm... Ja, und hier, ey, Leute, guck mal hier. Bronzeschwert, Alter. Können wir das komische Kneipchen da mal einpacken, das Messerchen? Aber wie viel Bronze wir da brauchen. Also ich werde nebenbei natürlich weiter zocken und für euch das Zeug ranschaffen. Aber wir müssen jetzt noch, natürlich noch mehr Kupfer finden. Jetzt kann ich mich gerade gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich baue heute gar nichts mehr. Ich entscheide das in aller Ruhe. Und, so, warte mal. Ich dachte, es regnet schon wieder. Also in dem Spiel seit dem Update, seit dem letzten Update, ist irgendwie ständig am Regnen. Keine Ahnung. Oh, das ist so schwer. Haben wir noch Kohle in der Tasche? 2 Stück. Tja. Schade, ja. Oh, der hat ja wirklich viel Zeug dabei. Komm, Arnold, du schaffst das. Du schaffst bis zur Werkbank. Legen wir erstmal was ab. Tja. Ja, schade, dass das Zeug so schwer ist. Also ganz ehrlich. Aber was haben wir denn hier noch? Was gibt's denn noch herzustellen? Streitkolben. Bronzespitzhacke. Guck mal hier. Das ist jetzt interessant. Also haben wir jetzt hier die Feuer... Ne, die Geweihspitzhacke. Jetzt vergleichen wir mal die Werte. Stechen 25, die neue, und die hat 18. Blockwert 10. Tja. Gewicht ist gleich. Also Stechen beim Abbauen wird da wahrscheinlich besser, wird es besser gehen. Und das ist auch nicht schlecht. Eigentlich, aber Bronze 10, das ist mit nichts gerechtfertigt. Ist aber viel zu schade. Ja gut, wir schauen einfach mal weiter, wie es in Zukunft hier wird. Mit den ganzen Sachen. Und auf jeden Fall kann man auch, können wir auch mal wieder einen Livestream machen.
Aber ich muss mal gucken, wie ich das gestalte und mache. Ich weiß noch nicht. Da habe ich mir noch gar keinen Plan zurechtgelegt. Also freue ich mich, wenn ihr dann nächste Woche auch wieder dabei seid, hier bei Valheim. Ich glaube, die Folge heute ist dann doch eine Minute länger oder so, aber es ist ja auch viel passiert hier. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, was ich mit den schönen Materialien, die ich jetzt hier habe. Vielleicht baue ich was und zeige es euch dann. Und ich gucke auch mal, vielleicht aus dem Trollleder, wenn wir auch noch was herstellen. Und ein neues Floß stelle ich uns her. Obwohl, bald können wir ja bestimmt Schiffe bauen. Alles klar dann. Bis nächstes Mal. Bis Dienstag. Beziehungsweise stopp. Morgen ist ja erstmal Sonntag. Professors Anti-Relax-Sonntag. Vielleicht kommt morgen ein Special. Vielleicht, wenn alles klappt. Das habe ich noch nicht ganz fertig. Ich bin hier immer live dran am Arbeiten. Ich wollte ein Special von Flatout 2 bei Professors Anti-Relax-Sonntag machen. Und jetzt damit war es das hier. Macht's gut.